Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. Hier steht schon der Sekt. Es ist kurz nach 10 und mein Gast ist heute Anita. Anita ist dafür verantwortlich, dass ich so ausschaue, wie ich ausschaue. Jetzt glauben alle, du bist Schönheitschirurgin. Das mache ich doch nicht. Ich erzähle euch, was wir machen. So, ich schwitze, aber das, eigentlich ist es passend, weil bei dir schwitze ich immer. Ja, das stimmt. Bei dieser Frau schwitze ich immer. Oder bin ich eine, die wenig schwitzt, Anita? Jetzt mal ehrlich. Mal ehrlich, ja, du schwitzt eigentlich wenig. Ja, ich weiß genau, weil es gibt auch andere und ich bin auch leise. Ich stöhne nicht so. Ja, stimmt das? Ja, da hast du recht. Weil viele machen immer so oder so oder so und das mache ich nicht. Ja, da hast du recht. Ich mache nur so ganz kurz und leise. Ja. Glaubst du, ist das dann, trainiere ich weniger? Ich muss das kurz auflösen, die Anita ist meine Personal Trainerin, wenn ich das mal so nennen darf, ja. Wie ist das, Anita? Trainiere ich nicht so gut, weil ich nicht so stöhne? Na, das wird es sicher nicht sein, aber um ganz ehrlich zu sein, es ist ja wohl noch Luft nach oben. Wirklich? Was? Ja, das ist ja echt? Na ja, klar. Ich will ja irgendwann schon The Body heißen. Okay. Da bin ich noch weit davon entfernt. Ja, ja, weit entfernt, aber doch eine gewisse Entfernung. Wenn ich ehrlich bin. Ehrlich? Ist ja wohl noch, ja. Das schon. Aber ja. Dann musst du mich mehr, dann musst du strenger sein. Das, ja. Dann, warum müssen wir das so machen? Ja, da hast du sehr wohl recht. Es ist nur immer so, du kommst bei der Tür rein und sagst schon, hallo Anita, ich bin da. Okay, und die zweite Ansage ist dann sofort, ich muss aber heute gleich weg. Ja? Das ist immer die zweite Ansage. Ja. Ja? Anita Putz, so heißt du. Du hast aber nichts mit der Familie Putz zu tun aus der Fernsehwerbung. Nein, leider nicht. Ja, leider nicht, das sagst du. Und du hast ein EMS-Studio. Ja, ein EMS-Trainingsstudio. Richtig. Den und da bin ich, glaube ich, die am meisten da ist, oder? Ja, von der Frequenz her schon. Ja. Wirklich? Bist du diejenige, ja, die ja, ich denke mal, fast täglich kommen möchte. Ja, das stimmt. Wo ich aber da wiederum nicht deiner Meinung bin, weil ich sage, trainiere zweimal in der Woche, trainiere effizient und es passt. Okay, ja. Ja. Aber gut, ich trainiere öfters nicht so effizient, aber es ist ja wurscht, dass ich zumindest da bin, oder? Es gibt ja Menschen, die sagen, es ist Training für Faule. Aber ich bin das Gegenteil von faul, oder? Ja, also wenn du es effizient machst, das sind dann die Stöhner und wie du sagst, und die Schwitzer, wenn ich mal so sagen darf. Also wird dir ein jeder sagen, der wirklich intensiv wirklich trainiert, das ist für Faule weit nix, davon gell? Entfernt ich weiß. Also das war schon damals ein Slogan, der nicht berechtigt gewesen ist. Das ist übrigens kein Alkohol jetzt, was wir trinken. Okay, sehr fern. Ja, mit Anita kann ich das nicht machen. Als Sportlerin kann ich nicht Alkohol trinken. Bei uns gibt es wirklich nur Wasser. Mhm. Du weißt, es gibt wirklich nur Wasser. Ich weiß, ja. Und auch kein eiskaltes Wasser. Ja, das weiß ich auch, ja, das stimmt. Ja. Siehst du Menschen an, ob die von Grund auf muskulös sind oder wie soll ich sagen, so ein Aufbau oder ob die ja schwammig sind? Weil du hast mich kennengelernt, hast mich bei der Moderation gesehen, hast du gedacht, dieser war schwammig. Oder? Na, wie soll ich sagen, mein Gedankengang war damals, da könnte man aber einiges rausholen. Das geil! War, da, weißt du, das war geil, mein Gedankengang. Ja? Ich habe dich gesehen, so groß, fesch in deinem Auftreten, ja, so wie du rüberkommst. Und da haben wir gedacht, dann hast du meinen Bauch gesehen. Da wäre... Naja, okay. Jo, schon. Ja, ja, schon, aber das ist ja jetzt ist es ja anders. Ja? Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es ja anders. Ja. Wir wollen ganz einfach, egal ob wir heute schlank sind, ob wir heute voll schlank sind, ob wir eher weiblicher sind, aber wir wollen straff sein. Wir wollen ein tolles Körperforming haben und wir wollen definiert sein. Das ist es. Das ist es. Deswegen knall ich mir die Elektro... Wie heißt das? Elektrolot? Elektroden. Also deswegen knall ich mir die Elektroden immer auf den Hintern. Aber Anita, jetzt mal ehrlich, wenn ich jetzt, du kannst schon, also ich finde, wenn ich jetzt sage, ich will einen Kim Kardashian Hintern haben, dann knallst du mir die so hin, dass das funktioniert. Also mein Hintern hat sich sicher um 3 cm gehoben. Ja.
Unglaublich. Ja. Der war früher fast bei den Knie, jetzt ist er fast beim Rücken. Ja, der Gott sei Dank nicht. Ich sehe dich immer in Sportmode, ja. dein Studio-Outfit. Wie ziehst du dich privat an, wenn man dich jetzt in der Stadt sieht oder wenn du abends essen gehst oder ausgehst? Es kommt gerade ganz darauf an, wo ich natürlich hingehe. Wir wissen, es gibt ganz einfach gewisse Location, wo ein Dresscode einfach vorhanden ist. Ja, und, ja. Was ist so dein Lieblingsoutfit? Mein Lieblingsoutfit? Ich habe grundsätzlich schon ganz gern auch ein bisschen so Business-Look, würde ich mal sagen. Blazer, Top-Blazer habe ich gerne an. Eventuell eine bisschen weitere Hose, schon auch Schuhe mit Absatz, so alle wie du heute anhast. Aber Janita hat die lustigsten Schuhe überhaupt. Du hast wirklich. Aber ich habe auch gern diese Plateau-Geschichten. Ich weiß. Ja, ja. Diese aber wo kaufst du deine Schuhe zum Beispiel ein? Ich muss zugeben, ich gehe vorbei bei einem Geschäft und muss zugeben, auch in Deutschland, wenn ich bei meiner Tochter bin, halt, da gibt es so diese vielen kleinen Schuhgeschäfte. Und da bist du da rein. schlage ich auch zu. Wirklich? Ja. Das ist bei mir ein Kauf, ich gehe vorbei und das zieht mich an und ich denke, den könntest du probieren. Du, aber jetzt nochmal kurz zum Stöhnen, ganz ehrlich, das interessiert mich jetzt, ja. Wer, stöhnen die Männer mehr? Oder sind die, schwitzen die mehr? Oder sind das die Frauen? Das kann man eigentlich nicht so, die Frage kann man nicht so einfach beantworten. Das ist ja individuell. Ja, das ist ja wirklich sehr individuell. Ja, ja. Es gibt ja wohl Damen, die eben leicht schwitzen. Wo ich der Meinung bin, hat einen großen Vorteil, weil sie meistens eine sehr schöne gereinigte Haut haben. Genau. Schwitzen hat ja auch einen Vorteil. Ja, ja. Und die Männer, die gehen nicht, aber nicht nur die Männer, auch die Damen, die geben schon gerne ihr Bestes. Konzentrier dich, dass du wirklich fest in die Tiefe anspannst. Ja, das mache ich. Das mache ich. Du kannst dabei lauter werden, ja, okay. Aber trotzdem anspannen, ja. Super, Anita. Das ist es. Wir sind durch. Dankeschön. Gerne. War großartig. Gerne. Den Rest machen wir nachher. Oder? Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.